So, der Marc von Business Studio Wien, hallo, schön, dass ihr da seid. Und die Jessie ist bei mir. Grüß dich, Jessie. Hi. Hi. Und wir machen ein Crunchbusing. Genau. Nachdem du das schon mal hattest, aber nicht irgendwie noch nicht so wie jetzt, weil du da noch nicht so Bescheid wusstest. Und der Piercer wusste auch nicht Bescheid. Scheinbar. Gut, dann werden wir jetzt mal gucken. Hat er auch einige Probleme gemacht. Ich guck mal, was du da hattest oder überhaupt. Und dann denke ich mal natürlich das Neue, vor allem wenn du damit Probleme hattest, dass wir nochmal gucken, wo was genau positioniert. Mhm. Möchtest du später Ringe oder Stecker tragen? Eher Stecker. Eher Stecker. Gut. Und ich habe eine Brille. Normal. Okay, aber also, das stört generell nicht. Generell hätte ich ein Crunchbusing auf diese Position ungefähr gesetzt. Das ist von der Höhe. Also ich habe es hier. Ja, das ist etwa so als wie da. Und da kannst du dann auch einen Ring reinmachen. Der geht dann eben so schön ganz normal ums Auto herum. Das sollte passen. Gut. Okidoki. Ich dachte wirklich, du hättest ein UV-Tattoo. Das sah wirklich so aus wie ein UV-Tattoo. Es gibt es bei uns, UV-Tattoos gibt. Ich hab's schon mal gesehen, aber ich glaube, die Farben sind eigentlich verboten offiziell. Okay. Ich glaube, in England sind es erlaubt und natürlich, man kann die Farbe importieren und Tätowierer sticht es einmal. Offiziell darfst du den Tätowierer nicht im Geschäft haben. Nein, ist nur Bräunung und Henna. Henna und Bräunung sieht auch so ähnlich aus. Gut, das wird sich bald wieder ausbräunen jetzt. Ja, schauen wir mal, ich bleibe immer sehr lang braun. Sehr lang? Ja. Sie weiß es. Oh ja. Ja, auch nicht schlecht. Das ist ein Braunbär, bist du. Ja. So, dann lehne ich mal hinten an. Dann werde ich... Geht's mit der Haarspange? Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, ich steck's mir hoch. Ja, perfekt. So, ich tue mal das alles ein bisschen aus dem Weg räumen. Und dann zeichnen wir mal das Ganze mal an. Ich nehme mal kurz die Kamera ein bisschen da rüber. Du darfst aber sagen, ne? Du hast kein Sprachverbot. Die Freundin darf ruhig was sagen oder fragen, wenn sie will. Also ich sehe jetzt... Auf Anhieb müsste ich mich da jetzt... Unten sieht man. Ja, doch, da unten war es. Ist recht weit unten gewesen. Auch vom Winkel ein bisschen schräg. Ja. Das erklärt schon, warum du das Problem hattest. Vorne sieht man es kaum noch, aber hinten kann man den Stichkanal noch sehen. Ist auch egal, wir machen bei solchen Sachen oft einfach eine neue Stelle, wenn da schon Vorschäden waren oder einfach von anderen Piercern irgendwas gemacht worden ist. Mache ich gerne einfach was Neues. Was man natürlich immer machen kann, ich habe auch mal Kunden, das ist nur zur Info, die sagen, sie haben mal ein Piercing an der Stelle gehabt und man sieht es noch sehr deutlich und die wollen das halt kaschieren, dann kann man natürlich auch durch so eine alte Narbe durchstechen, wenn das extra der explizite Wunsch ist, aber normalerweise machen wir meistens das dann einfach komplett neu. So, sieht man wieder nur die Hälfte. So, gut, also für eine Stelle, wo du beides machen kannst, Stecker und Ring, hätte ich jetzt mal hier gesagt. Da ist eine kleine Ader, die läuft hoch, das heißt, ich kann jetzt ein paar Millimeter höher kann ich nicht stechen. Oh, so weit oben. Okay. Ja, warum nicht? Ich hätte es weiter unten angesetzt, weil ich hätte gerne hier dann noch ein Piercing. Hier. Hier. Okay. Und hier oben. Braucht ihr schon, hast du da irgendwann aufzureden? Ja, oder? Also, jetzt ist fertig. Das ist ja noch einiges. Ja, ich habe ja gesagt, ich will noch ein paar haben. Ja, das ist ich insgesamt 10. Fast eine Drohung. 10 Stück. Insgesamt. Das heißt, du kommst zehnmal hierher. Ich habe noch mal ein paar. Nein, wir machen den nächsten Mal machen wir ein paar Mal mehr, oder? Ja, das war das. Also man kann auch immer mehr machen, weil ich das oft bei YouTube gefragt werde. Also wir haben da nicht so eine Regel. Es gibt Studios, die sagen den Kunden, ja, du kannst am Tag bei uns nur so und so viel stechen lassen. Keine Ahnung, was das soll, ehrlich gesagt. Mein Rekord waren 15 Piercings bei einem Kunden, die kamen aus der Schweiz. Und die haben sich die alle stechen lassen. Der Gute hat die alle im Intimbereich machen lassen. Wow. Hat gesagt, er ist dann im Flugzeug so auf den Unterarmen gesessen, ist direkt nach dem Flughafen gefahren, so gesessen, in die Schweiz geflogen. Das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber was willst du machen? Er kommt ja nicht fünfmal hierher geflogen. Ja. Und, aber, also man, ich bin niemand dazu, der die Leute animiert. Hey, komm, wir machen nochmal ein paar und hauen mal rein und Billigpreise und manche Studios machen das, macht drei und zahlen nur zwei. Das mache ich extra nicht, weil ich die Leute schon dazu bringen will, dass sie sich überlegen, will ich ein Piercing, will ich es nicht. Und wenn will ich es, dann zahle ich auch den Preis dafür. Genau. Klar kriegst du bei uns Prozente, wir haben so ein Rabattsystem und sowas. So, das ist einfach ganz normal, weil es unabhängig ob du es in einem Tag oder auf ein Jahr gesehen machst. Aber generell würde ich jetzt in so einem Fall, wenn du sagst, hey, pass auf, da soll jetzt noch ein Anti Helix her, genau. Ein Conch, so eher als Flat, also recht mittig gestochen, ja. Habe ich jetzt verstanden. Genau. Da drüben, glaube ich, ein Tragus war es, oder? Genau, hier Tragus. Und dann nochmal ein Conch. Noch Conch. Also da würde ich sagen, also vielleicht zum Beispiel sagt, man macht dann mal das eine Ohr beim nächsten Mal fertig. Das ja? War der Plan. Mit zwei Stück als Beispiel und dann macht man drüben dann irgendwann weiter. Das war mein Plan. Gut. Okidoki.
Dann gehen wir tief, also wenn wir trotzdem mal gucken mit der alten Stelle. Okay. Man sieht es von vorne auch. Ich werde einen Hauch über den gehen, wo du hattest. Mhm. Gucken wir jetzt in den Spiegel. Wenn es jetzt gefällt. Ja. Jetzt gefällt es. Jetzt ist perfekt. Sicher? Ja. Ganz sicher. Ja. Gut, nochmal frage ich Nina. Okay. Teilweise muss ich echt nachfragen, aber bei dir merke ich es eher, weil teilweise hast du so ein Mädels da, die sind ganz schüchtern so, dann machst du einen Punkt hin, dann spüre ich aber schon, sagt sie, das ist schön. Das ist doch woanders. Ja, also wenn du dich fragen würdest, wird die rausgehen und wird eigentlich in Wahrheit immer denken, oh, ich hätte es doch ein Stück weiter unten gehabt. Ja? Aber ich merke es bei dir schon, du machst schon die Goschen auf, wenn es dir nicht passt. Ja, genau. Gut. Also dann lassen wir das mal so. Dann jetzt die Frage, Glitzerstein oder nicht Glitzer? Natürlich Glitzer. Natürlich. In weiß, in rosa oder hellblau? Weiß. Rosa kommt mir nicht ans Ohr. Okay, alles klar. Nehme ich zur Kenntnis. Ich werde Sie nächstes Mal wahrscheinlich wieder fragen, aber... Ist okay. Wäre lustig, wenn ich solchen Kunden mal absolut heimlich als Prank einen rosa Stein einfach drauf schaue. Oh, ich glaube, da wäre ich etwas böse. Dann könnten wir wieder runterschrauben. Perfekt. Ja, und ja. Stecker ist 8 mm lang an Labrett. Ganz klassisch, so wie sie es gehört. Jetzt muss ich rosa machen. Nee, das wäre wär schon aufgeregt, das weiß ich schon. Wenn das nächste Mal kommt, vielleicht denke ich es das nächste Mal, vergesse ich es. Oh ja, wenn er gut sticht, dann komme ich noch einmal. Auch wenn er rosa. Auch wenn ich rosa nehmen würde? Ja. Nein, machen wir jetzt heute nicht. Nein, ich würde nie was tun, wo du dauerhafte Schäden hättest, beziehungsweise dann 6 Wochen, wenn du einem rosa Stecker rumlaufen lässt. Und mich jeden Tag vom Spiegel verflucht, das möchte ich nicht haben. Ja. Das ist ein schlechtes Omen. Nachher bin ich so das Zielscheibe einer Voodoo-Puppe oder sowas. Das möchte ich nicht. Ja. Wieso Voodoo? Nur weil ich einen Elefanten auf dem T-Shirt habe? Ich kann mir nur gar nicht vorstellen, mit dem Rose, wenn du jeden Tag so ein Bärchen und sagst, der macht mit der Nadel und dann ich dann irgendwie Phantomschmerzen im Genick kriege oder so. Ja. Deine Nadel, frisch verpackt, packen wir jetzt auch aus. So. Okidoki. Also, dann werden wir mal gucken, dass wir mal dich stechen. Ich zieh mal die Kamera schnell um, mach mal einen Schwenk hier, so. Und zwar möchte ich das mal ein bisschen als Close-Up machen. Jetzt möchte ich sehen, wie das Blut spritzt in alle Ecken hier im Studio. Das wolltest du ja, oder? Ja, unbedingt. So richtig dramatisch, oder? Ja, so wie in den billigen Horrorfilmen. Gibt es überhaupt noch so billige Horrorfilme? Ich habe keine Ahnung. Guckst du Horrorfilme? Nein. Also es ist ein Genre, wo mir überhaupt nicht gefällt. Ich weiß auch nicht warum. Ich verstehe das nicht. Also alles andere ja, Horror nein. Nee, so ein Horror ist, keine Ahnung, irgendwie... Ich verstehe es einfach nicht. Also ich mag es nicht. Ja, ich finde es sehr schreckhaft. Na. So schreckhaft also, auch. Also, ich habe schon gedacht, jetzt ja, aber bei den Horrorfilmen. Also es ist, keine Ahnung, und dann habe ich ja selbst als gestandener Mann, ja, nach so einem Horrorfilm, wenn du dann aufs Klo gehst oder so, dann hast du ja Scheiße in die Hosen. Oder wenn du schläfst und dann geht der Wind und irgendwie das Gepäck, einmal kommt irgendwo ein Knacks im Haus, denkst du, das ist soweit. Ja? Also, nee, deswegen. Machst du Horrorfilme? Nee. Deshalb verstehen wir uns. Also, ich verstehe euch nur so gut, weil ihr keine Horrorfilme mögt. Nö. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Sachen gibt es auch. Okay. So, also. So, dann darf ich nochmal ganz kurz, dann sieht man mal den Punkt. Na, was sieht man? Sieht man nicht, warte mal. Da ist er, am Ohr. Ist versteckt. Da ist er, gut versteckt, ja. Und dann werden wir das mal stechen. So, ganz leichte Nadelpuppen. Wirklich? Mhm. Ich könnte es dann mal so auf das Gesicht halten, wenn du magst. Bitte. Wenn du keine Horrorfilme magst, dann ich das zur Belustigung. So, das war's schon. So, dann hier. Na? Und? Ja. Piercing halt. Du hast gesagt, wenn ich gut stehe, war das jetzt gut gestochen oder nicht? Besser als das letzte. Damit bin ich noch nicht zufrieden mit der Aussage. Naja, beim letzten sind mir fast die Tränen gekommen. Nicht um Fishing Compliments, ja. Also das war jetzt schnell und hat kurz nur weh getan. Ja gut, ein bisschen was spürt man schon. Ja, aber wirklich kein Vergleich. Ich wollte ja nicht, dass du umsonst hier bist. Du sollst schon wissen, dass du im Piercingstudio warst und nicht. Beim Friseur, ja? Ja. So. Ja, so. Happy? Ja. Sehr gut. Ich habe mir das jetzt, glaube ich, wieder ein Jahr schon vorgenommen. So, dann suchen wir mal kurz raus. Das Ganze. So, dann gehen wir so drum rum. Dann sieht man es mal. Du siehst das, glaube ich, auch schon, oder? Mhm.
Oh, schaut geil aus. Ja. Sehr schön. So, Dali, dann gebe ich dir trotzdem noch mal kurz einen Handspiegel, damit man sieht, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Bitteschön. So. Gefällt mir sehr gut, die Stelle ist super. Schön? Ja, genau da wollte ich es haben. Perfekt, ja gut, deswegen haben wir noch mal lange nachgezeichnet. Also, das ist ja wichtig, dass du nicht gleich mit dem ersten Punkt dich zufrieden geben hast. Dann können wir, wenn wir wollen, da oben eben in dem Bereich noch so ein Flap-Piercing stechen, genau. Recht mittig, jetzt greifen wir extra nicht hin, da dann an die Helix, genau, und drüben dann eben den Tragus und den Conch. Genau. Weil ich den drüberen Conch, das habe ich gestern meiner Kundin so gemacht, dann wirklich auch wieder oben setzen würde. Da würde ja? ich ihn auch genau dann haben. Dann für den Ring dann eben auch, genau. Ja, schon, wir verstehen uns. Ja, ich habe mir schon genau überlegt. Das ist eh gut, wenn man einen Plan hat. So, dann gebe ich dir mal mit Spray und Gel. Ich hatte zwar einen Spray, aber der ist schon abgelaufen. Ja, wichtig, also wenn da draufsteht, zum Beispiel 2021 aktuell bei uns, dann ist es natürlich so, wenn die Sachen zu sind. Wenn die offen sind, steht bei Brondolin immer drauf, 3 Monate ab dem Öffnen. Und das ist wie bei Nasensalben, Augensalben, Nasenspray, Ohrentropfen, den ganzen Klimbims. Das läuft ab, wenn Sauerstoff reinkommt. Also bitte darauf achten, weil manche Leute schmieren, sagen, oh, das haben wir noch zu Hause und wissen das nicht und denken dann, das hält er bis 2021, das tut es nicht. Vom Ablauf her, du sprühst bitte zuerst Brondolin Spray drauf, 2-3 Sprühe vorne und hinten, 30 Sekunden einwirken lassen. Wenn die Einwirkzeit rum ist, ja, richtig, die ersten 3 Wochen haben wir. Genau. Wenn die Einwirkzeit rum ist, eine Küchenrolle nehmen, kurz ansprühen, vorne, hinten abwischen, dann Brondolin Gel drauf, die weiß schon alles von der Ja. Dann ich habe ganz fleißig die Videos durchgesichtet. Und ich habe selbst schon Piercings. Also. Trotzdem, ich sage es trotzdem immer wieder. Es gehört dazu, du zahlst dafür, dass ich es sage. Ja. Das ist mein Service, ich muss es dir sagen. Das könnte ich ein schlechtes Gewissen, wenn du rausgehst und denkst, ich habe nichts gesagt. Ja. Und dann schmierst du das Gel bitte drauf. Ja. Einen Tropfen vorne, hinten und hin und her bewegen. Nicht drehen, das weißt du wahrscheinlich nicht. Deine Härchen, die wachsen wahrscheinlich nicht ganz so blond, wie sie da aussehen. Nein. Das wird 3 Wochen bitte, 6 Wochen verboten. Auch nicht mehr zukleben und sowas. Das ist immer wieder, wird immer wieder gefragt, ja. Funktioniert nicht. Solarium gehst du ja nicht, du bist naturbraun von der Sonne. Ja. Damit ist jetzt, glaube ich, aber Ausschluss. Also, wenn ich mal in die Sonne setze, natürlich gern, aber hol da keinen Sonnenbrand am Ohr. Schwimmen gehen bis hier ist okay, untertauchen nicht, aber jetzt ist auch September langsam. Ja, wir gehen dann in der Uni schwimmen. Genau. In Kurs, aber das beginnt erst in 3 Wochen. Also. Bis dahin und generell, wenn du dann auch nicht, sag ich mal, mega jetzt da im Wasser bist, dann im Sohlebecken, so das Problem. Dann gebe ich dir das mit. Hast du noch irgendwie eine Frage? Nö. Würdest du es wieder machen? Auf jeden Fall. Gut. Ich komme noch für 4 weitere. Dann hoffe ich, warst du zufrieden. Eine Bitte habe ich noch an dich. Google Maps, wenn du mir eine Google Maps Bewertung bist, gibst du, wenn du zufrieden warst, wenn du es ganz lieb, eine Review kurz schreibst und ansonsten, wenn du mich brauchst oder eine Frage hast, schreib mir, komm vorbei oder ruf uns an. Passt, mach ich. Bis in 6 Wochen. Tschüss, bis in 6 Wochen. Tschüss. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, baba.